Ich habe den größten Schrottfilm gedreht, um zu schauen, ob Influencer dafür werben würden. Ich habe den Film schon vor allen anderen angeschaut und muss sagen, ich bin richtig begeistert. Boah, krass, also ich habe den Film jetzt gerade geschaut, erhol. Aber wenn ihr den einmal gecheckt habt, übertrieben geiler Film auf jeden Fall. Wo alle Influencer fleißig Selfies vorgemacht haben, stehen natürlich die Namen unserer Schauspieler. Und wenn man die mal von links nach rechts durchliest, steht da vereiert von Dr. Marv. Berlin, habt ihr gute Laune? Yeah. Hallo, da bin ich wieder. Herzlich willkommen zum großen Finale von A Hole. Und heute geht es darum, welche Influencer haben für meinen Schrottfilm geworben und ihre Seele verkauft. Und ich will euch nicht lange auf die Folter spannen. Hier sind die Influencer, denen ihr vertraut. Ihr müsst euch den Film auf jeden Fall angucken. Das ist ein Arthouse-Film. Und ich kann es euch wirklich einfach nur empfehlen. Ich kann es euch ans Herz legen. Ja. Lasst euch selber einfach überraschen. Es war sehr, sehr interessant. Es ist definitiv Kunst. Da könnt ihr euren Gedanken sowas und in eure Fantasie sowas von freien Lauf lassen. Ich werde auch nochmal in die Vorstellung gehen. Well, not bad. Ab 2023 halt im Kino. Ja. Stürmt die Kinoseele und zieht euch diesen geilen Film rein. Ist euch mal eine Sache aufgefallen? Melody Hase ist die einzige Influencerin, die da gerade nicht aufgetaucht ist, weil sie sich ans Briefing gehalten hat, aber nur bis zu dem Punkt, wo sie gemerkt hat, dass A Hole für den Arsch ist. Und danach hat sie keine Werbung mehr für den Film gemacht. Und somit ist sie die einzige, die den Test bestanden hat, weil ihr scheinbar das Geld nicht so wichtig ist wie die Wahrheit. Ihr wisst ja, ich war gestern diesen Film gucken, A Hole. Und ja, wir wurden halt eingeladen mit allem drum und dran. Eigentlich total geil organisiert, die Veranstaltung. Da bin ich halt da reingegangen, hab mir den Film irgendwie angeguckt so. Hab davon gar nichts gerallt. Da fühlt man sich ja auch irgendwie dann unwohl, irgendwie was nachzuhaken. Ich finde, es ist jetzt immer ein Unterschied, ob Calvin oder Christine den Film nicht versteht oder ich, ja? Seltsam. Auf einmal rudern alle Influencer gleichzeitig zurück. Und das auch noch mit dem gleichen Text? Das klingt ja fast so, als hätte das Management geschrieben. Hast du nicht auch eine Nachricht vom Management bekommen? Mhm. Was stand drin? Exakt der gleiche Text. Man möchte nicht unhöflich sein, das Event war super, aber der Film war ein bisschen komisch und man muss sich jetzt ganz dringend davon distanzieren. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass der Film nicht so wirklich toll war. Ehrlich gesagt, nicht gut so. Ich habe diesen Film nicht verstanden. Aber ich habe auch gegen Ende nicht aufgepasst. Sind dann aber alle zum Schluss gekommen, dass wir heute wirklich ein Video drehen und euch wirklich nicht empfehlen, in diesen Film zu gehen, wenn er rauskommt. Weißt du, was mir am besten gefallen hat? Dass ihr die Ehrlichkeit für die Community so wichtig ist. Aber erst 24 Stunden später, wenn man sich besprochen hat und dann gemeinsam ehrlich sein kann. Weil dann zählt das auch erst. Guckt euch den nicht im Kino und gebt keine Kohle dafür aus. Meiner Einschätzung nach ist ja nichts für unsere Zielgruppe. Eine Nicht-Empfehlung für jegliche Art von Arthouse. Haben sich Leute Mühe gegeben. Die haben sich auch voll Mühe gegeben, Leute. Und alle waren voll nett und so, ne? Der Schauspieler war da. So, deswegen sagst du ja dann, ey, cooler Film und so, ne? Wenn die direkt neben dir stehen, so. Da kannst du dich ja nicht hinstellen und sagen, finde ich jetzt nicht so toll, was du da gemacht hast. Doch, kann man. Man muss ja nicht direkt sagen, ist scheiße und schämt euch alle. Es reicht ja auch zu sagen, hat mir persönlich nicht gefallen und würde ich jetzt ungern meiner Community empfehlen. So, in diesem Sinne, klar, haben wir da einfach eine scheiß Filmempfehlung weitergegeben. Aline Bachmann ist übrigens nicht in dem Management wie die anderen und hat dementsprechend auch die Mail nicht bekommen. Und deswegen ging ihre Story in eine etwas andere Richtung. Hätte ich immer die Mail weitergeleitet. Es gab genügend Influencer, die gestern gepostet haben, der Film ist super, schaut ihn euch an, bald kommt dann in Kinos. Ja, es bringt jetzt nichts, heute Storys zu machen und zu sagen, ja hier, hört mal zu. Gestern war der Film cool, heute sage ich euch, der Film war doch nicht so cool. Ja, da wurde uns eine Falle gestellt. Wir alle müssen daraus lernen, besser aufzupassen, die Augen aufzuhalten. Ich stehe zu dem Ganzen, ich sehe das alles mit Humor, also liebe Grüße gehen raus an Marvin. Grüße zurück! Übrigens, das war keine Falle, sondern einfach nur ein Test. Und den habt ihr alle bis auf Melody Hase nicht bestanden. Und jetzt würde mich mal interessieren, was findet ihr eigentlich schlimmer? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Das Team, was sich jetzt versucht rauszureden, oder das Team, was sagt, ach komm, scheiß drauf, weiter geht's, wo ist der nächste Gutscheincode? Es sind ein paar Tage vergangen seit dem Kino-Event und mittlerweile hat ja jeder von unseren Influencern gemerkt, dass das Ganze ein Streich war. Und jetzt habe ich gerade mal in mein E-Mail-Postfach reingeschaut und habe gesehen, dass bislang keine weitere Rechnung ausgestellt wurde. Man muss aber auch dazu sagen, dass 5 von unseren Influencern von ein und demselben Management kommen. Und Aline Bachmann wiederum, die hat sich selbst vertreten und die war so raffiniert und hat die Rechnung schon vor dem Event ausgestellt. Das heißt, sie hat die Gage kassiert, noch bevor sie diesen Film überhaupt zu Gesicht bekommen hat.
Und damit ich bei diesen ganzen Rechnungen vom Kino, den Komparsen, den Hotels und natürlich unseren Influencern zukünftig nicht durcheinander komme, habe ich mir ein Konto bei Revolut erstellt und die sind auch Sponsor des heutigen Videos. Denn bei Revolut hast du deine Finanzen immer im Blick. Zum Beispiel kannst du ganz easy deine Abbuchungen filtern. Nach Händler, Kategorie oder Abbuchungsland. Und damit du dein monatliches Budget ja nicht überschreitest, kannst du dir auch ganz einfach ein Limit einstellen. Und deine monatlichen Abos, wie zum Beispiel für Streaming-Anbieter, hast du auch auf einen Blick und kannst die Abbuchungen notfalls blockieren. Und wenn du für all deine Freunde die Kinotickets für A Whole auslegst, kannst du ganz easy in der App die Kosten aufteilen, bevor dein bester Freund wieder den Insi-Modus anschaltet und du auf den Kosten sitzen bleibst. Doch Revolut ist mehr als nur Banking. Zum Beispiel profitierst du bei regelmäßigen Cashback- und Rabattaktionen direkt in der Revolut-App. Das heißt, es ist keine weitere App nötig, um bei deinem nächsten Shopping-Trip zu sparen. Doch auch international bist du bestens beraten, denn du profitierst von hervorragenden Wechselkursen ohne versteckte Gebühren. Mit der Revolut Visa Card bist du international sowieso die Queen oder der King, denn sie funktioniert bei Millionen Händlern auf der ganzen Welt und du hast sie sofort verfügbar bei Google Pay oder Apple Pay. Und für eine einmalige Gebühr von 4 Euro kannst du dir sogar eine individualisierte Karte aus Metall anfertigen lassen. Und ich glaube, damit bist du sowieso der oder die Coolste bei deinem nächsten Urlaub. Das heißt, lade dir jetzt die kostenlose Revolut-App über den ersten Link in der Videobeschreibung runter und bestelle dir die Karte deiner Wahl. Und nach den ersten 3 Transaktionen gibt es sogar einen kleinen Willkommensbonus von 20 Euro. Ja, wir sind, gib uns mal ein. Ich bin die meisterhafte Person. Ich hab hier gerade schon 3 Hate-Nachrichten. Warum? Alleine, weil wegen ich mir? Mir was... Nee, wegen, ja, wegen dir auch schon. Nee, wegen dir habe ich vorher auch. Einmal vielleicht. Nach der Vorstellung ist meinen Freunden im Saal erstmal aufgefallen, was für eine wilde Kombi eigentlich vor Ort ist. Und nachdem sie geklärt haben, wer die unbeliebteste Person ist, haben sie natürlich auch aufgezählt, wen sie so alles hassen. Und die Liste war lang. Ja, aber bei mir, was meinst du, was anderes? Also ich habe... Aber der ist doch selber... Ich weiß, dass er selber ist, aber der hat mich zuerst richtig Bis hierhin würde ich sagen, war mein Event ein voller Erfolg. Aber was jetzt im Nachhinein passiert ist, das wollte ich eigentlich nicht auf meiner Premiere haben. Gucken Sie vor, so früher bei mir. Wie zum Beispiel bei mir mit der Frau. Ist doch alle Frau, ist deine Freundin geschlagen. Wisst ihr, wer mich auseinandergenommen hat? Diese Yvonne. Die hat mich so... Wir kennen die doch, Yvonne. Ey, die hat mich... dieser Detektiv. Yvonne, die hat mich so auseinandergenommen. Die hat mich früher gefeiert, ne? Ich hab die jetzt angezeigt. Was? Ich dachte, das war falsch. Doch, ja, aber die hat mich früher gefeiert. Und dann hat die mich errettet. In der Überschrift, Ariette, hat sie mich gehatet. Und die hat mich vom ersten Video angehört. Aber dieses Video, da hat sie gesagt, ich wäre keine selbstbestimmte Frau. Alles gut? Ja, alles gut. Wir haben das nicht so ganz verstanden, Alter. Das waren schon echt eine Menge Schimpfworte. Und deswegen bin ich froh, dass Jan dann reinkam, weil ich hatte schon die Befürchtung, dass sie gleich vor Wut Sitze ausreißen. Aber Jan hatte auch noch einen Joker in der Tasche, denn immer wenn er zum Film befragt wurde, sollte er folgenden Satz sagen. War gruselig, oder? Die Scheibe, ja. Wird doch immer was abgerissen. Das war gruselig, also. Nee, eigentlich nicht. Und wer dachte, im Kinosaal wäre schon das Höchstmaß an Lästerei? Im Foyer ging es dann nochmal richtig ab. Komm mit. Okay, ich komm mit. Wisst ihr Bescheid, was sie gesagt hat mit der Krebstange? Wie bitte nochmal? Dass die Krebstange Kittner, dass sie die ausgenommen hat und den Eltern das Geld nicht gegeben hat, das ist offiziell. Das ist Aline Bachmann? Ja. Die hat das quasi mit Krebstange, ja. Die ist mir tatsächlich nicht bekannt. Weil das ist heftig. Deswegen war ich gerade fast im Kino Stress und ja. Schwierig. Okay, recherchieren wir nochmal. Ja, gucken wir nochmal. Okay. Hab ich mich die ganze Zeit gefragt, wieso ich den Streit hier verhindern muss. Achso, wieso die da ist? Was hat die denn gesagt noch im Kino? Achso, die sind ganz nett, aber ich habe mich gefragt, warum alle die hassen, die sehen so nett aus. Okay. Ich habe gerade gegoogelt und die Schönheit. Achso. Ganz geil, alle, ganz sind Deutschland. Alle gegen die jetzt gerade gewesen heute? Ganz Deutschland. Ja, okay, da werden wir nochmal uns danken für den. Ja, aber vielen Dank für den Hinweis. Auf anwaltlichen Rat hin möchte ich mich von den Aussagen dieser eventuell leicht angetrunkenen Person ganz klar distanzieren. Mir ist es auch egal. Ich habe nur jetzt für 6-7 Leute angefragt. Und jetzt sagt aber Xenia wegen irgendeiner Schlagzeile, keine Ahnung, ich halte mich da auf. Das Event neigte sich so langsam dem Ende zu und irgendwie war auch die Stimmung mittlerweile am Tiefpunkt angekommen. Und irgendwie war mein schönes Kino-Event von so einem grauen Schleier überzogen, weil niemand Aline Bachmann mag. Was ich auch verstehen kann, bei dem, was sie alles schon gemacht haben soll.
Und bevor ich das ganze Thema Aline Bachmann jetzt hier aufmache und erkläre, wen sie wie abgezogen haben soll, schaut euch mal lieber die Videos von KuchenTV an. Die sind dazu in der Videobeschreibung verlinkt, dann versteht ihr das Thema. Jetzt aber mal die Zusammenfassung von Diplompsychologe Dr. Marvin Wildhage, wer wen auf dem Event nicht mochte. Hallo und herzlich willkommen zu der kleinen Kategorie Wer mag eigentlich wen nicht? Präsentiert von Professor Dr. Marvin Wildhage, dem Diplompsychologen, den Sie vertrauen sollten. Und hier auf dem Whiteboard, da sehen wir schon die Gäste unserer kleinen Veranstaltung. Wir haben einmal das Lager Melody Hase und Xenia von Sachsen. Die beiden sind sowieso Best Friends for Life. Und Aline Bachmann auf der anderen Seite. Diese drei Personen mögen sich so gar nicht. Und sie haben einige tatsächlich in diesen Beef reingezogen. Calvin Kleinen zum Beispiel, der hat das Ganze schon früh gerochen und sich da gar nicht erst reingesteckt. Weil wenn die beiden aufeinander losgehen, da will auch ein Calvin Kleine mit seinen Muskeln nicht dazwischen stecken. Ariel Rippegaard ist hier oben auch schon gut einkategoriert. Sie möchte eigentlich, dass die beiden reden, vielleicht in der Belucci-Bar sogar den Beef betrinken oder sich richtig fetzen. Und deswegen steht sie wirklich im wahrsten Sinne des Wortes zwischen den Stühlen. Christine Okpara hat so ein bisschen Beef mit Xenia von Sachsen. Ich habe über den Buschfunk gehört, dass die eine der anderen sogar vor Ort den Sekt geklaut haben soll. Und das ist in der Promi-Welt so, als würdest du jemandem eine Backpfeife geben. Ich weiß nicht, wer jetzt wem den Sekt geklaut hat, aber wenn das so ist, uiuiuiuiui, dann hat das sicherlich noch ein Nachspiel. Und deswegen, weil sie mit ihr Beef hat, mag sie sie auch nicht. Und deswegen fühlt sich Christine Okpara wiederum so ein bisschen zu Aline Bachmann hingezogen, weil der Feind meines Feindes ist mein bester Freund. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was der Doktor versucht hat, euch zu erklären. Ich persönlich habe ja nie gedacht, dass aus A Hole so ein Reality-Format wird. Ich glaube, jeder TV-Sender würde sich danach die Finger lecken. Mein Kopf raucht, aber ich hoffe, euch hat A Hole gefallen. Wenn ja, liked das Video gerne und abonniert meinen Kanal für mehr. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Keine Sorge, auch nächsten Donnerstag geht es weiter mit Marvin Undercover, meiner eigenen Sendung exklusiv auf Join. Und wir laden natürlich auch alle Influencerinnen und Influencer ein, sich mal zu A Hole zu äußern. Im Zweifel haut mir auch jemand die Zähne ein. Das heißt, wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann schaut Marvin Undercover jeden Donnerstag exklusiv auf Join. Und natürlich kostenlos.